Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Castle Crush hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal Dankeschön fürs Einschalten. Und ja, um was wird sich dieses Video heute drehen? Und zwar wird es um eine der zwei legendären Karten in Castle Crush gehen, und zwar der schwarzen Hexe. Werden wir uns hier etwas widmen. Ich habe sie ja schon glücklicherweise gezogen und war komplett aus den Häuschen, war sogar aber auf bei einer Aufnahme. Das findet ihr natürlich auf meinem YouTube-Kanal. Könnt ihr gerne nachschauen. Und ja, hier haben wir die schwarze Hexe. Doch was macht die schwarze Hexe eigentlich zu einer legendären Karte? Nun ja, ihr Angriff ist es nicht, der ist nur 43 und auch die Trefferpunkte sind es nicht wirklich, denn das sind nur 322. Die Geschwindigkeit, nein, lasse ich auch nicht wirklich sehen. Aber wenn wir jetzt den Text genauer lesen, macht dich bereit, verflucht zu werden. Sie wird alle Truppen in Skelette verwandeln, solange sie lebt. Und hier haben wir es auch schon. Die schwarze Hexe verwandelt einfach alle Truppen, egal welches, den schwarzen Ritter, auch den Drachen oder sonst was, in ein Skelett, aber nur solange sie lebt. Und ja, da ist wieder auch schon ein kleiner Kritikpunkt von mir, denn die schwarze Hexe hat nur eine Trefferpunkte von 322 und kann so leicht, sehr, sehr leicht Opfer eines Zaubers werden. Denn wenn man sie schon spielt, dann wird man sie sehr gut schützen, aber für ein Zaubern ist sie nun machtlos ausgeliefert. Zum Beispiel der Bombe, dem Inferno oder dem Blitz und auch natürlich den Meteor. Ich habe mir jetzt ein kleines Deck zusammengestellt für die schwarze Hexe. Und die zweite legendäre Karte, die es noch gibt, ist der Drache. Habe ich leider noch nicht, möchte ich aber gerne. Ist mega, mega cool. Habe einmal gegen einen Drachen gespielt und ja, ich war einfach dann platt. Und wir starten einfach mal in die Schlacht. Und dann zeige ich euch die schwarze Hexe. Finde ich sie eigentlich richtig cool, was sie so macht. Und ich finde es momentan schade, dass es erst zwei legendäre Karten gibt. Aber auch gut irgendwie, dass ja, Castle Crush das langsam so steigert mit den legendären Karten und was es alles so geben wird. So, ich habe ja letztens mit einem sehr, sehr billigen Deck gespielt, was ihr auch wieder auf meinem YouTube-Kanal nachsehen könnt. Heute, das Deck ist etwas teuer, wie ihr seht. Es dauert schon, bis ich mal etwas hier auf das Schlachtfeld zaubern kann. Und jetzt kommt der Gegner auch noch mit einem Nah. So, ich hoffe, ich kann mit der Piratin hier etwas ausrichten und die Dreier-Skelette hier zu Asche machen. Jep, geht sich aus. Wir setzen hier auch den Nahen gegen den Nahen, wir seinen Level 1er Nahen und dagegen den Level 2er. Sollte sich trotzdem ausgehen, da er schon geschwächt wurde. So, aber jetzt setzen wir gleich mal ja, den Pfeilhagel ein, bis die Piratin noch drinnen ist. Und da haben wir schon die Pfeile und da sind sie auch schon alle weg. Schwarze Hexe habe ich noch nicht gezogen, bin gespannt, wann ich dies ziehe. Habe auch noch nie gegen eine schwarze Hexe gespielt. Ist momentan wohl wirklich, wirklich noch sehr selten. So, wir müssen den Magier hier etwas zu Leibe rücken. Ja, denn der ist eigentlich ziemlich, ziemlich stark. Darf man nicht unterschätzen, den Magier. Hält zwar nicht aus, macht enorm Schaden, besonders gegen... Ja, wir haben hier mal die schwarze Hexe und wir setzen sie auch gleich ein. So, ihr seht sie schon, da hat sie... Ja, blöd gespielt, da habe ich sie auch gleich verloren. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell geht. Schade, schade, schade. Hätte ich euch gern mehr davon gezeigt. So, wir haben den Meteor auf der Hand. Zum Glück. Jetzt wäre ein Pfeilhagel gut. Ja, und da kommt er auch schon, Leute. Der Pfeilhagel. Denn nah werden wir hier mit. Komm schon, Meteor auf den Skelettschwamm. Bekommen wir eine schwarze Hexe? Nein, schade. Dun, 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 dun. Wir ziehen einfach Karten. Setzen hier gegen die Piratin Bogenschützen, können zwar nichts ausmachen, aber trotzdem besser setzen und Schaden machen. Wir ziehen einfach wieder Karten. Ist oft die bessere Wahl, Leute, einfach mal eine Karte zu ziehen mit 5 Mana, als zu warten und dann, ja, sich den Gegner einfach hingeben zu lassen. Und hinter dem Nah eine Piratin setzen. Guter Tipp von mir. So, ich mach mal alle Skelette hier. Und setze dann meinen Krieger. Am besten immer zuerst die Hexe spielen und dann den Krieger. Die Hexe kostet ja auch nicht viel, von dem her ist das nicht das Problem. Die Hexe kostet 6 und wenn man da, wie ich gerade, 12 Mana hat, geht das eigentlich recht schnell. Und kann ich hier was noch aufhalten? So, und jetzt nochmal. Wir machen alles zu Skeletten. Der Gegner hat hier leider schon so viele Skelette. Eieiei, das wird meiner Hexe nicht so gut tun. Wie gesagt, jupp. Hier ist sie auch schon weg. Bin das Deck nicht so gewohnt. Spiele ja die billigen und schnellen Decks, wie die von meinem letzten Video. Falls ihr sie noch nicht gesehen habt, schaut doch mal auf meinem Kanal vorbei. Der Kampf dauert ja schon mächtig lange, Leute. So, wow.
Meteor, der Gegner hat nur eine Karte, ich habe auch nur eine Karte auf der Hand. Werden wir jetzt eine Karte ziehen. Und die Pfeile sind natürlich gut. Die werden wir hier jetzt gleich da oben anwenden und eine Karte ziehen und den Krieger setzen. Leute, was ist das für ein langes Spiel? Ich halte es nicht aus. Mega, mega spannend. Schon lange nicht mehr so ein spannendes Game gehabt wie das hier. Ja, der Gegner sieht selber schon, dass das Game jetzt schon sehr, sehr lange dauert. So, was machen wir? Machen wir alles zu Skeletten oder nicht mit der schwarzen Hexe? Das ist hier die Frage. Ja, machen wir einfach mal, würde ich sagen. So, boom. Und da haben wir es auch schon. Und wir haben hier nur Skelett am Spielfeld, bis auf die Karten, die ich danach gespielt habe. So, der Meteor drauf. Und anscheinend gewinnen wir doch dieses Spiel. Ja, Leute, wir haben es gewonnen. Wie lang war dieses Spiel? Das war ja wirklich mal mega, mega spannend. Hätte ich nicht gedacht, dass es noch zugunsten von mir ausfällt. Ja, jetzt habt ihr schon die schwarze Hexe gesehen, was die wirklich kann und drauf hat. Mega, mega cooles Ding, wenn man das spielen kann. Und ich habe 2015 Pokale, bin also wieder über den 2000ern und bin auch in Österreich auf Platz 14, Leute. Muss man sich mal vorstellen. Platz 14 für Danny Online, hätte ich mir nie erwartet, dass ich so hoch schaffe. Und wir werden jetzt gleich nochmal die Schlacht starten. Hoffe, das dauert nicht so lang. Der Vorteil am vorigen Match war, dass der Gegner nicht wirklich starke Karten gehabt hat. Wenn der Gegner jetzt irgendeinen Orkkrieger oder einen schwarzen Ritter oder sonst was gehabt hätte, wäre das, ja, nicht so gut für mich ausgefallen, glaube ich mal. Obwohl die schwarze Hexe da schon wieder einiges anrichten kann. So, los geht's. Wir setzen mal auf alle Lanes, was die Skelette sind uns momentan noch egal, denn wir haben die Pfeile auf der Hand und auch hier die Piratin, die nochmal, ja, viel ausrichten kann gegen die Skelette. Oh je, da ist die Bombe. Trotzdem können wir, ja, wir können es. Und wir haben schon den Nahen an der Festung dran. Eieiei, da sind die Skelette zu spät gekommen. As a wish, Master. Okay, dich werden wir auch hier noch wegbringen. So wie unser Krieger, die Bogenschützen hier. Ach, komm schon, Jin. Geh einfach weg, danke. Und wir zerlegen hier den Gegner in seine Einzelteile. Wir haben gegen den Krieg gewonnen. Danke, Krieg, für deinen Sieg. Victory plus 30. 2045. Da sollten wir schon fast wieder ein Stück aufgestiegen sein. Sind wir es? Ja, sollten wir. Wir sollten jetzt wieder auf Platz 14 sein. Da hat uns jemand eingeholt. In der Zwischenzeit, wie wir gespielt haben, sollen wir noch ein Game starten? Ich glaube schon, Leute. Rein geht's. Jetzt haben wir gar nicht die schwarze Hexe gespielt, da das Game wirklich so schnell aus war. Bin gespannt, ob wir jetzt zur schwarzen Hexe kommen. Ja, wir haben sie schon auf der Hand, also wird es auch wohl so sein. Außer das Spiel geht nicht bis 6 Mana. Dann ist es natürlich nicht so der Fall. So, der Gegner spielt momentan nichts. Der Dima aus Russland. So, das wird, glaube ich, für mich hier ausfallen, das mit dem Krieger. Und ja, wird es auch, wie ihr seht. Ach, komm schon, ich hasse den Freeze-Zauber. Der ist wirklich nervig. Der ist gleich nervig wie dieser von Clash Royale. Ja, wir haben die Pfeile, also setzen wir da mal gar nichts dagegen, Leute. Wir müssen nur schauen, dass alle im Radio sind. Und da können wir schon, bumm, und weg sind sie. Und wir machen mal wieder Schaden am gegnerischen Tower. Brauche ich dieses Mal die schwarze Hexe? Ich wünsche es mir schon. So, den Magier können wir hier mit dem Krieger ausschalten. Können gleich noch einen spielen. Jetzt haben wir so viele Kreaturen auf dem Feld. Da ist die schwarze Hexe fast etwas überflüssig, muss ich schon sagen. Aber wir setzen mal Skelette. Denn Skelette können nur so Skelette werden. Und jo, da oben noch rauf damit, und wir haben hier ein Skelett erschaffen, und wir setzen auch noch den Narren. Oh verdammt, da hat der Gegner einfach mal den Skelettkönig, mega nervige Karte, muss ich schon sagen, Karte ziehen, yes, wenn ich hier noch hinten etwas, dann können wir hier den Meteor setzen, oh Leute, können wir, und wir können noch Schaden machen auf den, ah, oh, verdammt, da ist er mit dem Orkkrieger am Start. So, wir müssen an den gegnerischen Tower ran. Es hilft einfach nichts. So, wir ziehen eine Karte. Wir brauchen einfach nochmal den
Den Meteor, egal wie, wir müssen den Meteor ziehen, sonst haben wir einfach keine Chance mehr, irgendwas zu machen. Oder die schwarze Hexe. Die schwarze Hexe sieht natürlich auch nice aus hier. Ja, noch besser, wenn der Gegner gerade... Verdammt, Leute, es sieht ja doch nicht so nice jetzt für uns aus. Wir schaffen es nicht anscheinend, einen Meteor zu ziehen. Komm schon, der Meteor muss drinnen sein oder was anderes. Nein, auch schon wieder kein Meteor dabei. Ich muss nur irgendwie Schaden an den gegnerischen Turm bringen, bevor es er bei mir macht. Und das schaffen wir jetzt. Yes, Leute, wir haben schon wieder gewonnen. Wieder ein mega knapper Kampf. Was sind das jetzt für Kämpfe, Leute? Unglaublich. Sag nicht, mein Game hat sich jetzt aufgehangen. Nein, nicht. Plus 29. Yeah, Leute, wir haben es geschafft. Plus 29 Pokale. Jetzt sind wir schon auf 2074. Ist das meine Höchstmarke? Ja, Leute, das sind meine höchsten Trophäen bis jetzt. Mega cool, dass ich das auch wieder in einem Video schaffe. Ja, ich würde sagen, ich beende hier das Video. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, dass du mir zugesehen hast, hier bei diesem Let's Play. Dankeschön auf jeden Fall fürs Einschalten. Deswegen gebt mir noch einen Daumen hoch, wenn ihr das Video bis hier gesehen habt und ihr es gut fandet. Und falls du neu bist, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Danke auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute.